Folgt man den Überlegungen nach Voss und Svoboda, so kann das Konsumentenverhalten durch die Betrachtung von verschiedenen Determinanten dargestellt werden. Zu diesen Determinanten zählen die psychischen, die persönlichen, die sozialen und die kulturellen Determinanten bzw. Variablen. Legen wir aber zuerst einmal den Fokus auf die psychischen Variablen. Die inneren, also die psychischen Vorgänge, können grundsätzlich in aktivierende und in kognitive Prozesse unterteilt werden. Sehen wir uns zuerst einmal die aktivierenden Prozesse an. Als aktivierend werden solche Vorgänge bezeichnet, die mit inneren Erregungen und Spannungen verbunden sind und das Verhalten auch antreiben. Im Unterschied hierzu die kognitiven Prozesse. Kognitiv sind solche Vorgänge, durch die das Individuum Informationen aufnimmt, verarbeitet und auch speichert. Es sind also im weitesten Sinne Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung. Und diese inneren aktivierenden oder kognitiven Vorgängen werden von Innenreizen oder von Außenreizen ausgelöst, wie wir es hier auf dieser Abbildung sehen. So sehen wir links oben einmal die Außenreize dargestellt und rechts oben die Innenreize, welche eben mit diesen Pfeilen die aktivierenden oder die kognitiven Prozesse auslösen. Ein Beispiel für so einen Außenreiz wäre zum Beispiel, wenn Sie mit einem Angebot von zwei verschiedenen Produkten durch denselben Hersteller konfrontiert werden und dann in weiterer Folge wird durch die Betrachtung oder durch das Angebot dieser beiden Produkte bei Ihnen automatisch ein Beurteilungsprozess ausgelöst und Sie beurteilen sowohl das Produkt 1 als auch das Produkt 2. Das wäre so ein typisches Beispiel für einen Außenreiz. Ein anderes Beispiel für einen Innenreiz wäre zum Beispiel, wenn Sie gerade beim Mittagstisch sitzen und essen und Ihnen spontan einfällt, heute könnte ich doch ins Kino gehen, so kommt dieser Anreiz nicht von außen, sondern von innen her und dementsprechend kann dann eben von einem sogenannten Innenreiz gesprochen werden. Und wenn wir uns dann hier diese Abbildung noch etwas genauer anschauen, so finden wir dann auch komplexere Prozesse noch dargestellt. Und hierbei können wir dann auch wieder unterscheiden, wie wir auch anhand den Pfeilen erkennen können, komplexere aktivierende Prozesse und komplexere kognitive Prozesse. Zu den komplexeren aktivierenden Prozessen, diese umfassen vor allem die Emotion, die Motivation und die Einstellung, aber damit werden wir uns dann in weiterer Folge noch etwas genauer beschäftigen, ebenso wie mit den komplexeren kognitiven Prozessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Wahrnehmung, die Entscheidung, das Lernen oder eben auch unser Gedächtnis. Und eben ausgelöst durch diese Außen- und Innenreize werden eben aktivierende Prozesse bzw. kognitive Prozesse und komplexe Prozesse ausgelöst, welche uns dann wiederum ein gewisses Verhalten auslösen.